gekifft nonstop. Ich habe nichts gemerkt, ich muss das jetzt nochmal machen, solange bis ich was merke. Und nicht mal einmal kurz eine Nacht nach Hause geht, schläft, duscht, sich frühstückt. Wenn das für mich niemand machen würde. Ja, und in der ganzen Zeit, ich habe zwischendurch viel Alkohol getrunken, gekifft nonstop. Aber angefangen, diese harten Drogen zu nehmen, habe ich erst, seitdem ich hier in Bremen bin. Hier in Bremen? Ja. Mit wie vielen Jahren kamst du hierhin? 2016. Bitte? 2016. 2016. Ja. Das heißt, seit 7 Jahren nimmst du starke Drogen. Welche ja, zum seit Beispiel? 7. Kokain und Heroin. Wie kamst du auf die Droge? Eigentlich dumm. Also, ein Kumpel von mir, ein guter Kumpel von mir, hat Heroin geraucht und wollte das. Also, ich war bei dem zu Besuch und der wollte das machen und ich habe zu ihm gesagt, entweder wir machen das beide oder gar keiner. Und der wusste schon, was auf einen zukommt, wenn man das macht, dass man. Ja, dass das scheiße ist und dass man davon ganz schwer wieder wegkommt. Und der hat mir gesagt, nein, mach das nicht. Und mein Dickkopf aber wollte so, wie ich das wollte. Und ja, dann haben wir das beide gemacht. Ich habe nichts gemerkt, gar nichts gemerkt. Und habe dann gesagt, okay, ich habe nichts gemerkt, ich muss das jetzt nochmal machen, solange bis ich was merke. Dann irgendwann habe ich was gemerkt. Ja, aber dann war die Nummer schon um. Ja. Und seit diesem Tag rauche ich Heroin. Ja, ich war zwischendurch im Polamedon-Programm, wurde substituiert. Aber da bin ich irgendwann auch regelmäßig nicht mehr hingegangen und habe trotzdem Beikonsum gehabt. Habe dann angefangen, jeden Tag Kokain zu rauchen und ja, jetzt sitze ich an diesem Punkt, wo ich jeden Tag Kokain und Heroin rauchen muss, damit ich überhaupt klarkomme, damit ich überhaupt funktioniere, damit es mir gut geht, ja. In der Entgiftung war ich zwischendurch auch schon mal. Ich habe auch Anträge für eine Therapieeinrichtung gestellt. Aber das dauert alles so verflucht lange. Und Bremen ist auch eine verfluchte Stadt irgendwie. Dein Kind hast du schon sehr lange nicht gesehen. Es war ja wahrscheinlich eine große Bindung mit euch aufgebaut worden. Und wie ist das mit deinen ersten Pflegeeltern? Da ist ja schon sehr lange besteht kein Kontakt. Die dich damals ins Heim abgegeben haben. Da hast du keinen Kontakt mit. Aber das waren die Pflegeeltern, die dir an Herzen liegen. Die ersten. Ja. Wie viele Jahre haben sie dich schon nicht mehr gesehen? 3, 4. Aha, das heißt, sie würden dich erkennen. Ja. Also habt ihr euch vor 3 Jahren getroffen, ne? Ja. Wie kam es zu diesem Treffen? Wir haben telefoniert. Wir haben telefoniert wegen Weihnachten oder Geburtstag, irgendwie sowas, haben wir telefoniert. Und die waren irgendwie im Urlaub und auf dem Rückweg, die mussten sowieso dann irgendwie hier vorbeifahren oder ja. Waren auf jeden Fall irgendwo hier in der Nähe und haben dann halt gefragt, ob das für mich in Ordnung ist, wenn wir uns treffen. Und, ja. Dann haben wir das gemacht. Aber es ist auch da viel passiert zwischen meinen Adoptiveltern und mir, dass Vertrauen auch so ein bisschen kaputt gegangen ist. Nicht nur von deren Seite, auch mal von meiner Seite. Also ich weiß nicht, ich habe so viele Sachen und Dinge in meinem Kopf, so viele Probleme, die eigentlich gar keine Probleme sein sollten. Was zum Beispiel? Ja, wie das, ich kann das schwer erklären. Ich möchte gar nicht so leben, wie ich lebe gerade. Also ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr darauf, jeden Tag Geld zu besorgen, um Drogen zu kaufen, Drogen zu nehmen. Wieder Geld zu besorgen, um Drogen zu kaufen. Immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Es nervt mich einfach.
Es nervt mich. Man wird irgendwann kriminell. Also wenn man nicht stabil irgendwie von innen ist und sich das geben kann mit dieser Straßenzeitung, da diese Zeitung hier zu verkaufen, ja. Wenn man labil ist, dann wird man irgendwann kriminell oder fängt an, sich selber zu verkaufen oder beklaut Leute oder so. Das möchte ich halt nicht machen. Aber ich möchte auch keine Straßenzeitung verkaufen. Aber irgendwas muss ich ja tun, ne? Verstehe ich das richtig? Du willst dein Leben radikal ändern und weg von der Szene kommen. Du weißt nur nicht, wie du anfangen sollst. Ja, also der Anfang ist, glaube ich, in die Entgiftung zu gehen. Ja, wie sieht es damit aus? Ich habe Anträge gestellt für eine Langzeittherapie und in der Entgiftung rufe ich seit 2 Wochen jede Woche an. Also man muss da jede Woche einmal sich melden und ich stehe auf der Warteliste für die Heines-Klinik. Aber ich denke mir immer, okay, ich gehe da 3 Wochen in die Entgiftung und wenn ich bis dahin noch keinen Therapieplatz habe, dann komme ich wieder zurück. Und was hat mir das dann gebracht? Du willst danach eine Langzeittherapie machen. Ja. Kennst du die Klinik in Italien, San Pantrignano? Hast du mal was davon gehört? Ich habe ein großes Community, ne? Was, wenn sich jemand meldet und dir einen Therapieplatz anbietet? Da in Italien? Ha? Da in Italien, meinst du? Nee, auch in Deutschland. Ja, das wäre gut. Dann würde ich da hingehen. Und wenn es irgendwie 100 Kilometer weiter weg ist? Egal. Egal? Egal. Mich hält hier nichts. Wollen wir so eine Anfrage starten? Ich glaube, man könnte da was organisieren für dich. Ja, das wäre gut. Ja? Ja. Okay. Und möchtest du danach, wie lange möchtest du es ungefähr machen? Langzeittherapie? So lange, wie das bezahlt wird, ja. Also das wird ja von der Rentenversicherung bezahlt. Es gibt Therapien, die man ohne nichts hinkommen kann. Ohne Kostenzusage? Ohne Kostenzusage, ohne Papiere, die nehmen jeden auf. Ja? Aber die ist ziemlich hart. Ja, für sowas wie Fleckenbühler oder so, ne? Ja, genau die ist das. Ja, also das ist, glaube ich, nichts für mich, dieses Fleckenbühler. Das ist schon ziemlich nichts hart. Für dich, weil? Ja, ich habe gehört, dass dass man da viel ackern muss, sag ich mal. Nee, das jetzt gar nicht, aber da muss man kalt entziehen. Ohne Polamidon, ohne Tabletten, ohne sowas mal. Das, Meinst du, das wird zu schwer? Brauchst du diese Downer-Medikamente? Ja, wenigstens am Anfang, dass ich am Anfang Pola kriege. Und nicht von einem Tag auf den anderen, zack, sofort gar nichts mehr. Das ist zu heavy. Dann, ich kenne mich gut genug, dann, wenn ich richtig affig bin, raste ich aus und verpiss mich da. Und das bringt mir dann auch nichts. Aber du kannst auch ganz anders drauf sein, meinst du? Ja. Also wenn du affig bist, bist du aggressiv? Ja. Naja, was heißt aggressiv? Wenn man affig ist, ist man affig, ja? Dann funktioniert der Kopf halt nicht. Dann ist in deinem Kopf nur, scheiße, wo krieg ich Stoff her? Ich will mich gesund machen. Ganz genau. Welche Art von Job hättest du denn gerne gemacht, wenn man dir jetzt ein Jobangebot geben würde? Aber ich meine, jetzt ist zwar zu früh, du musst ja erstmal Entzug und Therapie machen, aber danach? Also ich habe eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht. Ah, du hast eine abgeschlossene Ausbildung? Mhm. Habe ich gemacht, ja, aber das muss nicht unbedingt Altenpflege sein. Also ich kann auch putzen gehen oder irgendwas verkaufen. In der Kasse bei Netto habe ich auch schon mal gearbeitet. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich hohe Ansprüche habe. Hauptsache, ich verdiene Geld. Bekommst du Bürgergeld zurzeit? Oder irgendwas anderes? Ja. Ja. Wie viel Geld bekommst du ungefähr monatlich jetzt? Aber ich habe eine Kürzung, weil ich nicht zum Termin gegangen bin, glaube ich, 50 Euro weniger. 470 oder so. Für wie lange reicht dir das Geld? Kriegst du das eingeteilt oder hast du komplett Macht darüber? Nein, ich habe die Macht darüber. Ja. Also das Geld kommt von einem Bekannten, auf dessen Konto kommt das, weil ich habe kein Konto und ich habe auch keinen Ausweis, deswegen ein Check ist auch scheiße. Bei dem kommt das aufs Konto und der zahlt mir das dann halt aus, ja.
Aber das Problem ist, diesen Monat, ich habe noch gar kein Geld diesen Monat bekommen vom Jobcenter. Also das ist auf seinem Konto, aber der ist in Afrika. Der ist in Urlaub nach Afrika gefahren und ich habe das voll verpeilt, da vorher irgendwie hinzugehen und mir mein Geld zu holen. Ja, jetzt habe ich mein Jobcenter-Geld auf jeden Fall noch gar nicht angefasst und das liegt ja immer noch auf seinem Konto. Aber normalerweise reicht das Geld, also das, man kann das in 2 Stunden platt machen, man kann es auch in 1 Stunde. Aber wenn ich mir Mühe gebe, dann hält das schon so eine Woche. Nee. Und wenn ich nicht wieder 1000 Leuten helfe. Ja. Was ist das Schlimmste, was du hier in Bremen erlebt hast? Dass so viele Menschen gestorben sind. Also so viele gute Menschen, so viele junge Menschen. In welchem Alter sind die jungen Menschen gestorben? Zu früh. Zu früh. Also manche mit 20, manche mit gerade mal 18 geworden. Wie kommt das, dass einer das bis zum 40., 50. Lebensjahr ziehen kann und einer mit 18 davon stirbt? Sind das meistens dann die Überdosen oder Mischkonsum extremer? Ja. Meistens Mischkonsum. Mischkonsum und sowieso der Körper schon geschwächt. Wenn man als junges Mädchen ohne Fettreserven auf der Straße ist, sich prostituiert, irgendwann Krankheiten bekommt, trotzdem weitermacht und nicht mal einmal kurz eine Nacht nach Hause geht, schläft, duscht, sich frühstückt. Wenn das für mich niemand machen würde, ich glaube, ich würde auch nicht essen morgens. Ricarda, ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, man kann was vielleicht anderes als Fleckenbild für dich organisieren. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Danke. Schlusswort an die Zuschauer. Ich weiß nicht. Pass bitte auf dich auf. Danke.